Im letzten Video zum Thema Zeiterfassung habe ich betont, wie normal eine aufgabenbezogene Zeiterfassung in der Produktion ist und wie hilfreich sie vor allem im Büro sein kann. Zur Prozessoptimierung und zum Schutz der Mitarbeiter. Gäbe es nicht die enormen Widerstände durch die Mitarbeiter oder völlig unzulängliche Software, die einfach blöde in der Bedienung ist. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie eine aufgabenbezogene Zeiterfassung im Büro wirklich funktionieren kann und wie Sie Ihr Büromanagement auf eine ganz neue Ebene heben. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Für ein optimiertes Büromanagement und gut funktionierende Büroprozesse ist es wichtig, zerfaserte Aufgaben und Tätigkeiten wieder zu Blöcken zu bündeln. Was meine ich jetzt damit? Wir kennen es alle. Man nimmt sich vor, Angebote zu erstellen und kaum hat man mit dem ersten begonnen, klingelt das Telefon. Und der Vorarbeiter Ihres Montagetrupps ruft vielleicht an und fragt nach, wann denn die Schweißbahnen endlich geliefert werden. Sie rufen also beim Lieferanten an, wann der LKW mit den dringend benötigten Schweißbahnen endlich auf der Baustelle eintrifft. Zurück zum Angebot. Sie haben es endlich dem potenziellen Kunden in seinen ganzen Adressdaten in die Warenwirtschaft eingegeben. Als die Frau Meier nachfragt, ob der treue Stammkunde gemahnt werden soll oder eben auch nicht. Er ist mit seiner Zahlung der Rechnung mehr als überfällig, aber verärgern wollen sie ihn eben auch nicht. Und so geht es den ganzen Tag weiter. Und am Abend haben sie dann gefühlt nichts geschafft und das Angebot hat kaum mehr als die Adressdaten ihres Interessenten in der Warenwirtschaft drin. In meinem Beispiel wird deutlich, dass bei vielen Aufgaben im Büro nicht in einem Block an einem Thema konzentriert gearbeitet werden kann, sondern dass ständige Unterbrechungen den Tag und die Aufgaben völlig zerfasern. Und das ist natürlich eine aufgabenbezogene Zeiterfassung nahezu unmöglich. Wenn Sie ständig eine Aufgabe wechseln oder man sekundenweise die Arbeitszeit auf irgendwas buchen soll. Das geht nicht und da sind wir uns auch alle einig drüber. Was ist also für ein optimales Büromanagement zu tun? Werden Sie sich als erstes mal über die verschiedenen Typen von Aufgaben im Klaren. Es gibt planbare Aufgaben wie Angebote erstellen oder Rechnungen schreiben. Es gibt ungeplant auftretende Aufgaben wie Anrufe entgegennehmen. Ungeplant deswegen, weil die kommen dann an, wenn das Telefon klingelt. Es gibt Aufgaben, die einer logischen zeitlichen Abfolge folgen, wie zum Beispiel ein Kundenprojekt aus den Schritten Aufmaß terminieren, Angebot erstellen, Auftrag akquirieren, Durchführung planen, Bestellung durchführen, Auftrag abwickeln, Rechnung erstellen und Zahlung überwachen, also einen kompletten Prozess. Und Aufgaben, die als Stapel bearbeitet werden, wie Lieferantenrechnungen prüfen und bezahlen. Es gibt wiederkehrende Regelaufgaben, wie die Donnerstagsbesprechung und eher Einzelfälle wie Chef, die Kaffeemaschine ist kaputt. Und alles will sich irgendwie gekümmert werden. Schaffen Sie also als ersten Schritt einen Überblick, was überhaupt alles auf Sie so einprasselt und sortieren Sie das Ganze mal. Alles, was also ein Auftrag oder ein Projekt ist und damit inhaltlich zusammengehört, sollten Sie auch als solches in Ihrer Aufgabenverwaltung organisieren. Erstellen Sie sich also Vorlagen, wie Sie strukturiert durch die nächsten Schritte in Ihren Projekten führen. Planen Sie für diese Aufgaben Start- und Ende- und Fälligkeitsdaten. Ein Beispiel zeige ich Ihnen hier am Beispiel meiner eigenen Aufgabenverwaltung AWORK. Wer AWORK vielleicht noch nicht kennt, findet hier ein Video zum Aufbau von Workflows mit AWORK. Da habe ich ein schönes Video mal dazu gemacht. Gucken Sie mal auf jeden Fall mit rein. Den Link zur Software finden Sie natürlich auch in der Videobeschreibung. Aber jetzt springen wir mal in das Tool rein und ich zeige es Ihnen am Bildschirm, was ich damit genau meine. Wir sind jetzt in der Aufgabenverwaltung AWORK und wir sehen jetzt eine Liste von den Projekten, meine Videoprojekte. Und als Beispiel nehme ich mal das aktuelle erfolgreiches Büromanagement dank smarter Zeiterfassung. Man kann jetzt reinklicken und dann sieht man eben unter verschiedenen Kategorien wie Video planen, Video erstellen, Video schneiden und nachbearbeiten, was die jeweiligen Aufgaben sind. Zum Beispiel erstelle ich immer ein Storyboard, wo ich mir Gedanken mache, was möchte ich in dem Video eigentlich zeigen, habe ich auch von einem Kanalabo vielleicht aufgerufen, ist eine Verlinkung in den Videos angedacht oder ähnliches. Und man kann jetzt diese Aufgaben entsprechend bearbeiten und indem man auf den Tracker startet, läuft eben die Zeit, wo man seine Arbeitszeiten eben auf diese jeweiligen Aufgaben buchen kann. Hat man seine Aufgaben abgearbeitet, kann man auch hier seine Checklisten einfach anklicken, beispielsweise so. Und wenn dann eben alles bearbeitet ist und soweit klar ist, dann kann man auch die Aufgabe als solche eben abschließen. Und mit dem Abschließen kann man auch dann seinen Tracker stoppen, Zeiterfassung stoppen. Man bekommt hier sogar noch eine Erinnerung dafür. Möchte man das wirklich aufhören, das damit die Zeit zu erfassen? Ja, prima, Zeiterfassung stoppen. Alles in seinem Projekt entsprechend hier die Zeit erfasst auch dafür. Das kann man sich auch anschauen hier über Zeiten, dass ich eben jetzt für das Storyboard erstellen, die 22 Sekunden eben, die ich jetzt gerade gesprochen habe,
hier diese Zeit entsprechend erfasst habe. Man kann auch noch einstellen, ob diese Zeiten zum Beispiel abrechenbar werden oder eben nicht abrechenbar werden. Das ist immer dann wichtig, wenn Projektzeiten eben aufgenommen werden, um sie gegenüber Kunden, zum Beispiel bei Unternehmensberatern, wie ich einer bin, oder bei Rechtsanwälten oder ähnliches, entsprechend abzurechnen. Für seine Aufgaben selbst kann man auch entsprechend hier immer angeben, wie lange ist es denn so eine Sollvorgabe eben für die Zeiten. Man kann hier reingehen für das Storyboard, die Deadline, wann soll es erstellt sein, wie lange habe ich geplant, dass ich dafür brauche, wie viel ist schon wirklich angefallen und wie ist eben entsprechend mein Fortschritt. Also ich nutze AWORK sehr gerne, um wirklich meine Projekte alle im Griff zu haben und auch einen Überblick zu haben. Und wenn ich auf die Home-Taste gehe, sehe ich quasi einen Steckbrief hier für mein ganzes Projekt. Welches Team macht es eben? Ich kann Tags vergeben und ich kann eben auch meine Deadlines angeben. Ich kann ein Stundenbudget angeben, was ich gewillt bin für dieses Projekt auszugeben. Und ich sehe eben die Summe der erfassten Zeiten eben auf die jeweiligen Aufgaben und wie viele auch schon abgeschlossen sind. Für wiederkehrende Aufgaben ohne einen konkreten Projekt- oder Aufgabenbezug können Sie ein Sammelprojekt für ein ganzes Jahr anlegen. Beispiele dafür sind Wareneingang bearbeiten oder interne Kommunikation. Zum Beispiel die spontane Kurzabsprachen ohne festgelegte Besprechungszeiten beinhaltet. Also wenn man sich einfach mal über den Schreibtisch über irgendein Thema bespricht, ohne dass man jetzt irgendwie einen festen Termin irgendwie geplant hätte. Im Sammelprojekt Wareneingang bearbeiten können Sie dann Tagesaufgaben wie Wareneingang 20.03.2024 festlegen oder dort Ihre Zeiten auch entsprechend hinbuchen. Damit bekommen Sie dann auch eine Aufgabenliste, was heute oder morgen ansteht, und Sie können Ihren Tag auch vorstrukturieren. Also am Abend immer schauen, was steht denn morgen an, Sie können sie entsprechend vorstrukturieren. Das funktioniert natürlich auch mit Lieferantenrechnungen prüfen und bezahlen oder eben ähnlichen Schritten. Bei regelmäßigen Besprechungen können Sie wahlweise ein Sammelprojekt oder ein Einzelprojekt anlegen, je nachdem, wie umfangreich eben Ihre Besprechung ist. Eine Vorstandssitzung hat natürlich einen anderen Vorbereitungsumfang als eine Teamsitzung. Und trotzdem können Sie auch hier die Agenda und die einzelnen Themen vorbereiten und alle Teilnehmer können ihre Zeiten und für die Vorbereitung und die Durchführung auf das Besprechungsprojekt draufbuchen. Dann sehen Sie nämlich auch mal, was diese Besprechungen eigentlich alles auch für Vorbereitungszeiten brauchen. Und damit haben Sie auch die Möglichkeit, endlich ein Preisschild an bestimmte Tätigkeiten zu hängen. Indem Sie die Zeiten für die Vorbereitung und die Durchführung von Besprechungen erfassen und diese zum Beispiel auf ein Jahr lang aufsummieren, haben Sie auch einen durchschnittlichen Stundensatz für Ihre Mitarbeiter, multiplizieren Sie es miteinander, da bekommen Sie schwarz auf weiß, wie viel Geld Sie in Meetingräumen lassen. Abstimmung oder auf Neudeutsch Alignment muss man sich nämlich leisten können und ist fast immer die Folge von schlecht organisierten Büroprozessen. Mein Zwischenfazit dazu: Versuchen Sie doch mal wirklich zusammengehörige Tätigkeitsblöcke zu bilden und diese vor allem auch im Block abzuarbeiten. Und damit wird auch die Zeiterfassung wieder deutlich einfacher und die Abarbeitung eben der Themen selbst wird deutlich effizienter, weil Sie nicht immer wieder geistig umschalten müssen und sich in den Vorgang erneut reindenken müssen. Und in jede vernünftige Aufgabenverwaltung sollte auch einen Zeittracker haben, mit dem Sie die angefallenen Zeiten auch wirklich verbuchen können. Jetzt bleibt noch eine letzte Krux: der vergessliche oder renitente Mitarbeiter, der seinen Zeittracker nicht richtig bedient oder bedienen will. Ich bin zum Beispiel von dem Fall vergesslich. Ich vergesse manchmal einfach auf Start und Stopp zu drücken. Kommt einfach vor. Und das kommt aber viel öfter vor, als was man vielleicht auch denkt, dass man seinen Tracker wirklich vergisst einzuschalten oder eben abzuschalten. Ich bin da ja nicht die Ausnahme, sondern wahrscheinlich eher so ein repräsentativer Fall von ganz vielen Leuten, die es einfach vergessen. Die Folge ist aber immer, dass die angefallene Arbeitszeit geschätzt wird und das ist so gut wie immer falsch. Meistens wird nämlich die Arbeitszeit überschätzt, obwohl man eben vielleicht doch nicht so lange dafür gebraucht hat. Dafür fallen andere erledigte Aufgaben völlig unter den Tisch, weil man sie schlichtweg vergessen hat, irgendwie aufzuschreiben. Und auch dafür gibt es aber jetzt eine Lösung, wie man eben mit diesem Tracker einfach viel besser umgehen kann, und zwar eine datenschutzkonforme Lösung aus Deutschland. Und die zeige ich Ihnen mal jetzt. Jetzt kann es natürlich immer mal wieder passieren, dass man vergisst, seinen Tracker einzuschalten und damit die Zeit nicht wirklich gebucht wird. Und dann fängt es immer an, ja, wie lange war es denn wirklich, muss man schätzen und ähnliches. Und das ist eigentlich nie genau. Und dafür gibt es auch eine Lösung. Ich bin jetzt hier in Memtime. Das ist eine App, die gemeinsam zusammenarbeitet mit AWORK. Und ich bin immer ein großer Freund davon, dass verschiedene Systeme miteinander zusammenarbeiten. Also automatisch sich gegenseitig synchronisieren und ähnliches. Und was man jetzt hier sieht, das sind einfach
hier auf meinem Computer eben die verschiedenen Seiten aufgerufen worden. Ich habe hier eine Nebenkostenabrechnung vorbereitet. Ich habe hier Offline-Zeiten, wo ich einfach mal nicht am Rechner gesessen war, eine Pause gemacht habe und ähnliches. Sieht man sehr schön. Das Tolle ist, das Ganze ist komplett datenschutzkonform in Deutschland, denn diese Ansicht ist nur auf den jeweiligen Rechnern des einzelnen Mitarbeiters und niemand sonst, auch der Chef, kann es nicht sehen, was an dem Rechner wirklich passiert ist. Habe ich jetzt vergessen, den Tracker einzuschalten, wie ich es eben letztes hier als Beispiel eben habe, kann man einfach hergehen und sagen, ich fasse jetzt hier einen neuen Zeiteintrag und suche mir das entsprechende Projekt dafür raus. In diesem Fall war es die Abrechnung vorbereiten, eben für die Nebenkostenabrechnung. Ich drücke auf Speichern und damit habe ich diese Zeit entsprechend hier gebucht, was da eben passiert ist. Springen wir zurück in AWORK und schauen uns an, was jetzt damit passiert ist. Wir sind zurück in AWORK, hier in meinem Projekt, und da gab es eine Aufgabe, das heißt eben Abrechnung vorbereiten für die Nebenkostenabrechnung, und siehe da, die Stunde 20, die ich jetzt über Mantime zugeordnet habe, ist es auch hier entsprechend zugebucht worden, eben die Abrechnung vorbereiten. Das heißt, ich sehe aus der Computerarbeit heraus, was habe ich gemacht an meinem Rechner, wird aufgezeichnet und damit kann ich ganz einfach zubuchen auf die Aufgaben, was ist denn eigentlich für Zeit irgendwohin angefallen. Zurück im Mantime gibt es auch noch eine ganz wunderbare Funktion, man kann nämlich den Zoom einschalten. Man kann also zum Beispiel es hier auf 10 Minuten stellen, das heißt, es sind entsprechende Blöcke. Man kann das natürlich auch größerflächig machen, zum Beispiel im Halbstundenblöcken. Oder man kann es auch entsprechend kleingranularer machen. Was ist denn wirklich minutenweise entsprechend da passiert? Ah, ich habe nochmal in die Fritzbox mal reingeguckt und ähnliches. Ich hatte eine Internetrecherche über die CO2-Kostenumlage und ähnliche Dinge. Auf diese Art und Weise kann man wirklich sehr schön Tätigkeitsblöcke bilden, wie ich es auch schon in dem vorgehenden Video entsprechend angesprochen hatte. Synchronisieren lässt sich Mantime super mit allen Kalender-Apps, wie zum Beispiel aus dem Exchange Online raus, aus dem Outlook kann man die Kalender mit verbinden oder eben auch Projektverwaltungssoftware wie AWORK miteinander verbinden. Die Links dazu finden Sie natürlich unten immer in der Videobeschreibung. Schauen Sie doch mal mit rein. Es lohnt sich wirklich, sich das Zusammenspiel aus AWORK und Mantime genauer anzugucken, um die aufgabenbezogene Zeiterfassung im Büro endlich zum Leben zu bekommen. Mit der Kombination einer Aufgabenverwaltung und einer vernünftigen Zeiterfassung bekommen Sie eine Übersicht über die anfallenden Tätigkeiten und deren Zeitbedarf. Das ist der Einstieg in Workflows und die Optimierung Ihrer Büroprozesse sowie auch der aktive Schutz Ihrer Mitarbeiter vor Über- oder Unterauslastung. Wie denken Sie es darüber? Schreiben Sie mir doch mal Ihre Ansichten gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion zum Thema Zeiterfassung, weil das ist wirklich was, was man sehr lebhaft und herzlich diskutieren kann. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.